Also im Vergleich zwischen Mann und Frau ist halt Lisa Stenner. Ja, definitiv. Ja. Das konnte man schon sehr, sehr früh erkennen, dass sie ein Talent ist. Gut, sie kann einen gut ziehen. Leichtathletik ist für mich erwachsen werden. Leichtathletik ist für mich, aus Kompromissen zu lernen und sich selber besser kennenzulernen. Die 22-jährige Berlinerin Lisa Marie Quaillet gilt als Ausnahmetalent im Sprint. Zuletzt holte sie bei der Europameisterschaft 2018 Bronze in der Sprintstaffel auf 4x100 Metern. Doch auch sie fing einmal klein an und ist ihrem Verein immer noch treu geblieben, den Neuköllner Sportfreunden. Lisa ist zu mir zum Training gekommen. Die ist in der Grundschule aufgefallen und der Kollege, der Sportkollege dort hat gesagt, Mensch, du bist ein Talent, geh mal in den Verein. Und dann stand sie dann irgendwann mal bei mir auf dem Platz und seitdem arbeiten wir zusammen. Sie hatte da ein großes Vertrauen in mein, das, was ich vorgeschlagen habe, was wir gemacht haben. Und na, da haben wir uns eigentlich zusammen immer wieder rausgekämpft, durchgekämpft, unsere eigenen Strategien auch mittlerweile entwickelt, wie wir was machen. Und das hat eigentlich auch immer recht erfolgreich geklappt und jetzt im letzten Jahr ist es halt umso schöner, dass es jetzt mal dann verschont geblieben ist von problematischen Verletzungen und halt so erfolgreich war. Gerade als Frau bringt der Leistungssport weitere Hürden mit sich. Die Antibabypille bremste ihren Fortschritt gewaltig. Die erste Verletzung hatte ich 2015, da habe ich mein Sprunggelenk gebrochen. Und wir haben das damals rausgefunden durch eine Ärztin, weil wir vom Olympiastützpunkt immer so eine jährliche Untersuchung haben, wo wir durchgecheckt werden, ob wir gesund sind, ob wir leistungsfähig sind. Und da war ich bei einer Ärztin und sie hatte mich gefragt, wie es dazu kam, zu meinem Bruch im Sprunggelenk, weil das hat nichts mit der Leichtathletik zu tun und da hat man ziemlich selten. Und habe ich ihr das erzählt, dass ich eine neue Pille nehme und die habe ich da ein Jahr lang genommen. Also es war ziemlich frisch und da hat sie die gegoogelt gehabt und da kam halt raus, dass es eine Pille ist, die man Frauen gibt in den Wechseljahren, als Übergang in den Wechseljahren. Und ich habe in der Zeit ziemlich viel Wassereinlagerung gehabt und wir haben das Training reduziert, aber wir haben nie darauf gekommen, dass es an der Pille liegen könnte, weil sonst alles gestimmt hat. Ich habe es trotzdem geschafft, meine Norm zu laufen für die EM, WM und war beim Training halt nicht spritzig genug. Ich war ziemlich oft müde. Das Training fiel mir unheimlich schwer. Ich konnte mich schlecht konzentrieren. Ja, und dank der Ärztin haben wir das dann rausbekommen. Und gerade in einer so schweren Zeit ist es wichtig, einen Ort zu haben, wo man sich wohlfühlt und mit Freunden trifft. Für Lisa ist das Neukölln. Doch neben der emotionalen Unterstützung greifen der Studentin auch ihre Sponsoren unter die Arme. Doch inwieweit bleibt sie ein Individuum oder wird gar zur Marke? Oh, das ist eine gute Frage. Also ja, also man ist schon eine Marke, man verkauft ja schon was. Ne? Man soll Adidas ja schon präsentieren und die suchen sich da die Athleten auch schon sehr spezifisch aus. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich mich eigentlich selber präsentiere und meine Leistung auf die Bahn bringe. Doch sie rennt nicht alleine auf der Bahn. Ihre Teamkollegen sind inzwischen eine zweite Familie für sie. Okay, wie würdet ihr sie beschreiben mit drei Adjektiven? Lebensfroh, lustig und kann man kampfesstark sagen? Kampfeswillen. Kampfeswillen hat sie, auf jeden Fall, ja. Kampfeswillen. Ehrgeizig. Ehrgeizig. Soll ich ein besseres Adjektiv? Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also mit Lisa kann man immer gut reden. Sie hat eigentlich sehr oft sehr gute Laune und es macht immer Spaß, mit ihr zu trainieren. Und ja, es ist schön. Und dies sogar 6 bis 8 Mal die Woche. Daneben studiert sie soziale Arbeit und hat obendrauf noch Termine am Olympiastützpunkt. Wie groß ist der Druck wirklich, der auf ihr lastet? Ich versuche das Ganze locker anzugehen. Das ist auch ein Sprint, wenn man verkrampft ist, dann klappt das meistens auch nicht gut. Deswegen versuche ich schon im Training umzusetzen, lockerer zu bleiben, das Ganze entspannt anzugehen, aber trotzdem irgendwo die Konzentration nicht zu verlieren. 4, 3, 2, 1, ausgezeichnet. Sie fokussiert sich auf die Zukunft. Der Traum sind die Olympischen Spiele, aber das nächste Ziel ist die Leichtathletik-WM in Doha. Doch was macht sie in 10 Jahren? Lisa sehe ich definitiv irgendwo weit oben in der Leichtathletik-Szene. Also ich kann es nicht genau sagen, wo, aber ich glaube, sie wird es noch weit bringen. Ich hoffe, dass sie in 10 Jahren eine glückliche Person ist, die das Leben in vollen Zügen genießen kann. 10 Jahre? Gute Frage, so weit denke ich gar nicht. Ich denke immer Jahr für Jahr. Aber in 10 Jahren werde ich auf jeden Fall, denke ich, keinen Leistungssport mehr betreiben. Und hoffe, dass ich einen Job habe, mit dem ich zufrieden bin. Ich würde gerne als Sozialarbeiterin in der Grundschule arbeiten. Das ist so, das hoffe ich, in der Arbeit. Aber 10 Jahre ist so lang. Vielleicht ändere ich mich nochmal komplett und mache dann komplett was ganz anderes. Ich weiß es noch nicht, ja.